zusammen und willkommen bei meiner nächsten Podcast-Folge. Ich heiße Sandra, ihr seid auf meinem Handarbeits-Podcast gelandet. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid oder falls ihr das erste Mal mit dabei seid. Schön, dass ihr dabei seid. Ganz einfach. In diesem Podcast geht es um Wolle und alles, was man so daraus herstellen kann. Und ich trage heute nichts Gestricktes. Ich habe mir eigentlich beim letzten Video vorgenommen, in jedem Video etwas Gestricktes zu tragen, weil ich das so toll finde bei den anderen, dass die Sachen immer tragen. Und ich habe auch ganz, ganz viele Komplimente im letzten Video bekommen zu meinen, wie war das, Ihre Majestät, die Majesty. Und vielen Dank dafür, hat mich sehr gefreut. Aber in diesem Video war ich mal wieder blöd. Ich habe nämlich meine Box ausgepackt mit den Tüchern und habe mir ein Tuch rausgesucht und habe gesagt, das trage ich in dem Video. Und habe festgestellt, A, es ist eigentlich zu klein, B, habe ich kein passendes Oberteil dafür und irgendwie konnte ich mich dann nicht so ganz damit anfreunden. Aber eigentlich wollte ich dieses Tuch unbedingt tragen, weil ich habe nämlich gestern behauptet, dass ich keine Baumwolle habe und eigentlich auch kaum Baumwolle verarbeite. Und das Tuch ist aber definitiv aus 100% Baumwolle. Das war das, was ich eigentlich tragen wollte. Das ist von Birgit Freier, war das ein Muttertagstuch. Die hat immer zum Muttertag so eine Aktion, wo man ein Tuch, eine Anleitung und die passende Wolle dazu bekommt, wenn man einen gewissen Mindestbestellwert hat halt. Und ich meine, das wäre vor 4 Jahren gewesen, Lazy Flora. Könnte sein, bitte nagelt mich nicht drauf fest, vielleicht gucke ich nochmal nach. Und irgendwie ist die halt sehr kompakt. Also so, die kann man als kurzes sommerliches Halstuch tragen. Ja, worauf ich aber eigentlich hinaus wollte ist, so, für die liebe Sarah von Schwarzem Strickschaf, die ich ja jetzt dazu gebracht habe, endlich Lace zu stricken. So sieht das aus mit Lace Garn. Es hat eine Lauflänge von ca. 800 Metern, die 100 Gramm. Und so sieht das aus mit Sockenwolle. Also ist nicht das gleiche Tuch, aber das ist halt so dieses, ich habe es rustikal genannt, ich glaube, so kann man es nennen, ein bisschen rustikaler als dieses wirklich sehr löchrige, durchsichtige. So. Mal irgendwie nebeneinander halten, kriege ich wahrscheinlich nicht hin, da fehlt mir eine Hand zu. So. Und so. Ja. Wollte ich mal noch erwähnt haben, so diesen Vergleich. Ja, weil ich habe sonst in dieser Folge leider nichts fertig, was ich euch zeigen kann. Ich habe was fast fertig, ich habe was angeschlagen, ich habe was genäht, was gefärbt und ich habe auch meine Box der Schande mit dabei. Und wenn ihr wüsstet, wie es um mich herum aussieht, wisst ihr was? Zeige ich euch einfach mal. Ich habe ja gestern, beziehungsweise für mich war es heute Morgen, so eine kleine Roomtour hier von meinem Aufnahmezimmer aufgenommen. Und ich blende mal jetzt kurz ein Video ein, wie es denn so aussieht, wenn ich hier aufnehme. So sieht es übrigens während der Aufnahme bei mir aus, weil ich eben so schön gesagt habe, ja, so sieht es vom Podcast aus. Das Spannendste ist ja, wie sieht es dabei aus? So chaotisch, aber man hat alles schön griffbereit, ich muss nicht ewig lang wuseln. Schön, oder? Okay, weiter geht's. Ja, so sieht's aus. Schön kreatives, geordnetes Chaos. Ich habe heute nämlich ein bisschen was vor. Aber der Reihe nach fangen wir erstmal an. Ihr seht schon hier neben mir meine, mein Hoodie-Shawl-Cardigan, den auch ganz viel Luna strickt. Ich freue mich voll, wenn ich irgendwen inspiriert habe, auch was zu stricken. Da bin ich jetzt so weit, dass nur noch die Ärmel fehlen. Das passiert häufiger. Eigentlich tue ich den Pinöppel gar nicht drauf. So sieht das Ding aus. Das ist von Susanne Sommer eine Strickanleitung. Von hinten. Ist recht cool, wie sich diese Anleitung halt entwickelt. Man hat dieses Dreieck, man hat verkürzte Reihen und dann die Borte, man hat den Alcord-Abschluss und natürlich die Kapuze. Ich weiß gar nicht, wie man das Ding richtig zeigen soll. Ich weiß auch nicht, wie ich es angezogen zeigen soll. Die habe ich nämlich heute Morgen erst fertiggestellt und ich habe die noch nicht, natürlich habe ich die nicht gewaschen und geblockt, weil die Ärmel sind ja noch nicht fertig. Mach's einfach mal. Ja. Passt jetzt auch super zu dem T-Shirt. So. Jetzt stellen wir mal die Kamera noch zurück und hoch.
Das schneide ich alles nicht raus, wäre ja langweilig. So weit bin ich jetzt. Ich habe die Länge laut Anleitung gemacht. Die ist mir jetzt fast zu kurz, muss ich sagen. Also, so sieht es hinten aus. Und vorne. Ich werde mir definitiv nochmal eine stricken und die werde ich dann so über den Po machen. Aber so weit bin ich jetzt. Mit Kapuze. Ja, ach, erstmal die Kamera wieder ranstellen. So sieht sie aus. Wie gesagt, zu dem Oberteil jetzt nichts, aber es fehlen nur noch die Ärmel. Und ich bin echt begeistert. So mit diesem Abschluss hier, mit dem I-Cord in der anderen Farbe und sowas. Irgendwie hat die Jacke definitiv was. Oh. Kommt jetzt erstmal wieder auf die Puppe. Ich zeige sie euch dann mal intensiver, wenn sie fertig ist. Dann auch vielleicht mal ein paar schöne Fotos mit einem anderen Objektiv. Wie auch immer, aber die muss definitiv noch ein bisschen gespannt werden. Es ist lustig, die Kamera wieder einstellen, ohne die Aufnahme zu unterbrechen. Ich glaube, das so mache, so ungefähr, so noch ein bisschen näher ran. Passt das? Schon tiefer? Ja, da bin ich. Hi! Also wie gesagt, ist eine ganz tolle Anleitung. Ich habe die ja gestrickt aus dem Grau und dem Rot. Die habe ich selbst gefärbt von auf Chesterwool. Das hier ist der Strang von Undercover Otter und der fühlt sich so gut an. Und wie gesagt, unten ist dann wieder die Chesterwool mit dem Grau und dem Rot. Das Ganze wird dann auch außenrum nochmal mit verkürzten Reihen gestrickt. Und es macht irre Spaß, die Jacke zu stricken. Also Werbung. Ich kann nur empfehlen, die auch mal zu stricken, wer sowas mag, wem es gefällt. Es macht richtig, richtig Spaß. Wie gesagt, ein bisschen länger könnte sein. Da werde ich noch, denke ich, durch Vloggen ein bisschen was rauskriegen, dass das dann auch die passende Länge für mich hat. Und ich bin echt verliebt in diese Jacke. Ich freue mich schon richtig darauf, wenn die Ärmel fertig sind und ich die dann anziehen kann. Bei den 28 Grad, die wir momentan haben, eine ganz tolle Idee, sich eine kuschelig weiche Strickjacke anzuziehen. Naja, der nächste Winter kommt bestimmt. Ja, das ist dieses Projekt, wo ich hauptsächlich dran gestrickt habe. Eigentlich habe ich gar nicht großartig was anderes gestrickt, weil es einfach so Spaß gemacht hat. Also ich war echt mal monogam, habe ich ja auch nicht so oft. Ich habe auch noch kein neues Sternkissen angeschlagen. Aber, ach, erstmal noch weiter zu der Jacke. Ah, da habe ich ja noch was zu erzählen. Ich hatte irgendwie Angst, dass das Graue gar nicht reicht. Es war auch eng. Das hier ist mein Rest. Scharf, weiß ich nicht. Auf jeden Fall nicht sonderlich viel. Da fliegt der Maschenmarkierer. Und ich hatte echt Schiss, dass das nicht reicht und habe dann zur Sicherheit gedacht, komm, färbst du mal noch zwei Mini-Stränge nach. Und ich bin nicht sonderlich gut darin, schwarz zu färben, muss ich sagen. Ich meine, das hier ist jetzt ein Dunkelgrau. Meistens kommt Dunkelgrau dabei raus, wenn ich schwarz färbe. Ich nehme einfach zu wenig Farbe wahrscheinlich. Also habe ich wie immer gefärbt, die Stränge eingeweicht, in den Topf geschmissen, die Farbe dazu gegeben, andersrum die Farbe in den Topf geschmissen, habe dann die Stränge da reingetan und was kommt raus? Schwarz. Ich schaffe es doch nie, schwarz zu färben. Warum jetzt? Warum, wenn ich ausgerechnet mal grau brauche? Also es ist echt nicht wahr. Ja, ich war ein bisschen frustriert an dem Tag. Naja, jetzt habe ich zwei schwarze Mini-Stränge. Und da die Wolle sich echt toll anfühlt. Also wer die Chance hat, mal an diesen Chesterwool zu kommen, nutzt die Chance, die ist klasse. Moment, wo schmeiße ich die jetzt hin? Noch da drauf. Habe dann aber gestern nochmal gefärbt und habe auch einen Grau, der dem Farbton ziemlich ähnlich kommt, nachgefärbt. Hat dann doch nochmal geklappt. Das sollte dann, denke ich mal, für die Ärmel reichen. Die werden hauptsächlich mit dem Rest rot gestrickt. Da habe ich noch ein bisschen was. Und ein paar Streifen in Grau. Und vielleicht werde ich noch ein, zwei Streifen von dem Rest hier machen. Das ist die Undercover Otter, damit das noch irgendwie so vom Hauptteil aufgegriffen wird. Das weiß ich aber nicht. Gestrickt ist das Ganze übrigens auf Vierernadeln. Meine Vierernadeln von Haya Haya, die Sharps. Mit denen stricke ich ja am liebsten. Und aufbewahrt in meinem ersten Projekttaschenversuch von Ikea. Ja. So, jetzt aber. Jetzt habe ich das Thema durch. Kommen wir zum nächsten Projekt. Ich habe genäht. Ich war letzte Woche im T-Docs und habe dann Stoff gesehen, habe gedacht, ja, der ist es, der wird meine nächste Projekttasche. Und habe dann eben mal auf die Schnelle mir eine genäht. Es
ist jetzt nicht so das absolute Nonplusultra. Ich habe den Stoff falsch rum zugeschnitten, der hätte eigentlich so rumgemusst. Die Nähte sind sogar halbwegs gerade geworden, aber ich habe hier diese Verstärkung unten vergessen. Und ja, aber es war im Prinzip für mich jetzt nur eine Stunde Arbeit. Und für mich sind Projekttaschen auch zweckmäßig. Also es ist schön, wenn sie schön sind, aber wenn ich die selber nähe, habe ich gar nicht die Geduld dazu. Deswegen versuche ich auch immer, andere zu überreden, mir Projekttaschen zu nähen. Ne, Sandra? Aber ja, mir reicht es halt. Ne? Ich bin da nicht so pingelig bei den Sachen. Und was ich gestrickt habe, ist aus der Drops Lace. Wie kriege ich es jetzt hochgehalten? So. Man sieht eh nicht so ganz viel. Das ist der Anfang von dem Tuch Moonwalk von Birgit Freier. Das war mal ein... Oh, da ist die Mitte. Das war mal ein Mystery. Eine Mystery-Anleitung. Ich habe auch die originale Mystery-Anleitung noch, also ohne Bild und alles. Deswegen bringt nichts, wenn ich euch da jetzt was zeige. So rum wäre auch richtig gewesen, nicht andersrum. Man erkennt da jetzt so am Hauptteil, finde ich, noch nicht so wahnsinnig viel Muster. Wenn man genau hinguckt, so ein bisschen die Zacken. Aber ich weiß nicht, ob die Kamera das überhaupt passend darstellen kann. Da muss man ganz genau hingucken. Und das macht mich beim Muster so ein bisschen wuschelig. Ich mag das, wenn man Muster hat, wo man genau erkennt, was man strickt. Weil dann weiß man auch, wenn da irgendwo ein Umschlag falsch sitzt oder so, dann erkennt man das. Ist vielleicht ein bisschen stramziehen noch. So, und dann die... So, ne. Ne, wird nichts. Ja, aber ich weiß, dass das Tuch nachher im Ganzen ziemlich schön aussehen wird. Wenn dann diese breitere Spitze nachher da dran kommt mit diesem bisschen größeren Muster und nicht dieses ganz kleine, fieselige, dann wird das Tuch echt toll. Das ist die Drops Lace in diesem Farbton. Ich glaube, das soll grau sein. Geht so einen kleinen Tick ins Braun, finde ich. Also ich weiß es noch nicht genau, wie das wird. Aber das Tuch wird für mich. Ich mache nochmal eins für mich. Und das Moonwalk war so ein Tuch, was ich einmal gestrickt habe und nie wieder, weil ich dieses kleine, fieselige Muster so furchtbar fand. Aber ich fand es unheimlich schön. Und ich dachte, jetzt wird es nochmal Zeit. Ich wurde angefixt mit der Drops Lace und musste dann nochmal ein Tuch mit anschlagen. Aber jo, das ist es jetzt mal. Und ich stricke das momentan auf Vierer Symphonie von Knit Pro. Und das werde ich gleich ändern. Ich hasse nämlich Holznadeln. Also ich habe früher ganz viel mit Holznadeln gestrickt. Ich finde, die Wolle rutscht da nicht gut drauf. Also ich bin ja ein Fan von den Pro-Zingnadeln und den Haya-Hayas, weil ich einfach finde, dass da die Wolle viel besser drüber rutscht. Und Sarah und ich, also Sarah vom Schwarzen Strickstab und ich, waren gestern in 3 Wollgeschäften und haben tatsächlich zweimal die Aussage bekommen, nee, Metallnadeln haben wir nicht, die will eh keiner haben. Die wollen alle nur Holznadeln kaufen. Ich denke so, toll. Bei einem wurde zumindest angeboten, dass sie die bestellt für uns, aber dafür war es jetzt zu weit weg. Und erst im dritten Laden hier sind die, nee, die verkaufen wir genauso gut wie die Holznadeln. Ich weiß nicht, ob das regional unterschiedlich ist. Erzählt doch mal, womit ihr lieber strickt. Ob ihr lieber mit Holz oder mit Metall strickt, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass es sich echt so wenig lohnt, die Metallnadeln im Sortiment zu haben. Das ist sich wirklich nur lohnt, die Holznadeln bzw. dann die Knit Pro Symphonie Sortiment zu haben. Ich kann mir das echt nicht so ganz vorstellen. Naja, zu dem Besuch erzähle ich gleich mal noch ein bisschen mehr. Wir bleiben jetzt erstmal beim Strickthema. Nö. Nee, wir machen jetzt was anderes. Das ist auch Strickthema. Kommen wir zu meiner schönen blauen Wäschekiste. Ich freue mich da richtig drauf, muss ich ganz ehrlich sagen, weil wer sich so... Ich weiß jetzt schon, wie die Folge heißen wird. Meistens, wenn ich die hochlade, überlege ich mir in finanziell so... Keine Ahnung. Bei dieser Folge weiß ich jetzt schon, die wird heißen Ribbeln macht. Ich habe hier so ein paar Projekte zusammengetragen, wo ich glaube, dass ich diese niemals fertig kriegen werde. Quasi so meine Kiste der Schande. Aber man hat halt schon mal so Ofus, die machen einem keinen Spaß. Und dann macht es auch keinen Spaß, die zu stricken. Und dann bleiben die irgendwo liegen. Und ich habe noch so eine ganze Kiste davon. Da könnte ich eigentlich gleich mal noch was rausholen. Hey, mache ich auch.
es macht keinen Spaß und irgendwie hat man die immer so im Hinterkopf und dann, ich belasse das immer so ein kleines bisschen, weil ich denke, oh, eigentlich müsstest du daran weiter stricken, aber ich habe keine Lust, ich mag nicht und finde dann reichlich Ausreden und man strickt zwar alibimäßig ein paar rein und dann ist schon wieder gut. Damit ist jetzt Ende. Schluss, aus, finito. Darf ich vorstellen? Das ist meine Socke. Gestrickt aus der Wolle von der bunten Wollmaus. Habe ich gestrickt mit einem einfachen 1 rechts, 1 links Bündchen. Eine Stino-Socke aus der wunderbar weichen, feinen Merino-Socks. Die Wolle fühlt sich so toll an, die Färbung ist toll. Also ich bin echt begeistert von dieser Socke. Aber sie ist mir viel zu eng. Denn damit das Muster so entsteht, und genau das war das, was ich haben wollte, muss das diese Maschenanzahl haben. Und wisst ihr was? Das wäre dann Projekt Nummer 1. Und nicht nur, dass diese Socke jetzt hier ein Ende hat, die Wolle wird auch beim nächsten Mal ausziehen. Ich mache schon mal so Restepakete fertig, die ich dann schon mal Gruppen weitergebe. Und diese Wolle wird definitiv im nächsten Restepaket ausziehen. Ich kann sie nicht mehr sehen. Ich habe die jetzt seit 3, 4 Jahren. Und damit die halt dieses Muster gibt. Ich wollte immer dieses Muster haben. Genau das wollte ich haben. Aber der Strang ist einfach zu kurz. Die Stranglänge passt nicht. Ich habe niemanden, den ich die Socken schenken könnte in der Größe. Ich mag nicht mehr. Ich mag diese Wolle nicht mehr sehen. Ich habe überlegt, ob ich Stulpen stricke. Die würden vielleicht noch passen. Vielleicht stricke ich mir wirklich Stulpen. Nein. Nein, es ist vorbei. Aus, Ende. Die Wolle und ich werden keine Freunde. Die kommt weg. Weg damit. So. Projekt Nummer 2 habe ich euch gar nicht gezeigt. Könnt ihr euch noch an den Bobby erinnern? Von 100 Farbspiele. Ich habe mir ein kleines Projekt angefangen, was ich für unterwegs in meinem Rucksack hatte. Das habe ich noch gar nicht großartig gezeigt. Ich glaube, ich habe es noch gar nicht gezeigt. Und zwar die Musternixe. Weil ich die Musternixe echt schön finde. Ja, ich habe auch schon den ersten Knoten verstrickt, wie man vielleicht sieht. Ich wollte nach den Knötchen verstricken. Also erst Kraus-Rechtsteil, dann Lochmuster. Und die Wolle ist echt schön, die ist schön weich. Ich meine, es ist ein 50-50 Baumwollpolyacrylbobbel. Also, es war ein schönes Tuch. Denn es macht mir einfach keinen Spaß. Und ich habe wieder 4er Nadeln. Ich hatte keine 4er Nadeln mehr. Jetzt habe ich sie wieder. Tschüss, Musternixe. War nett. Ja, irgendwie tut das gut. Hast du was Endgültiges? Ich weiß zwar noch nicht, wie ich den Bobbel dann wieder in Ordnung kriege. Wahrscheinlich werde ich es einfach außen rum wickeln und nochmal neu wickeln. Aber Feierabend jetzt. Yay. Irgendwann wird dieser Bobbel auch sein passendes Projekt finden. Das war es auf jeden Fall nicht. Das Problem ist, was mir da nicht dran gefallen hat, ist, dass die 100 Farbspielbobbel ja eine unheimlich sanfte Abstufung haben. Das ist der Wahnsinn, wie schön die Farbübergänge sind. Ich bin ja echt begeistert von diesen Bobbeln, obwohl ich ja gar nicht mehr so der Bobbel-Fan bin. Aber für eine Musternixe sind die dann wahrscheinlich zu sanft. Ich wollte gerne die wirklich haben, dass mit dem, jedes Mal, wenn ein Knötchen kommt, das Muster wechseln. Und irgendwie habe ich das Gefühl, man sieht da den Unterschied gar nicht. Vielleicht, wenn ich weiter gestrickt hätte, hätte man den Unterschied gesehen, aber es hat einfach keinen Spaß gemacht. So, und weil ich keine 4er-Nadeln habe, könnte ich ja nochmal was mit 4er-Nadeln ribbeln. Darf ich vorstellen, meine Crooked Cathedral aus dem Lace Garn. Die habe ich damals im Knit Along mit angefangen und habe die dann aus der Wollmeisewolle gestrickt und habe dann Spaß gemacht aus der Wollmeise, aus dem dickeren Garn und ich habe mich ein bisschen übernommen. Ich muss noch ein Tuch fertig stricken für die Taufe und habe noch eine Bestellung quasi für Weihnachten und ich schaffe es einfach nicht. Ich schaffe die nicht fertig zu stricken. Ist nur ein kleines Stück, was ich hier angestrickt habe. Da ist es nicht so tragisch. Aber liebe Cook Cathedral aus selbstgefärbtem Lace Garn von Supergarne mit Chrissys Weihnachtsrot, gestrickt auf ihrer Zinnnadeln. Das will man so schön demonstrativ machen und die Wolle spielt nicht mit. Adios. Mach's gut. Tschüss. Du wirst auch noch dein Projekt finden.
kann ich nur empfehlen, das befreit wirklich. Soll ich weitermachen? Ich weiß es nicht. Wenn ihr es so findet, überspringen ein paar Folgen. Ich habe ein anderes Projekt im Kopf. Ich habe hier noch so eine, ich habe es glaube ich eben im Video Kiste der Schande genannt. Da drin ist auch ein Projekt aus diesem wunderschönen Laceball. Laceball 100 von Schoppel. Ich stehe total auf die Schoppel-Zauberbälle, weil die einen wunderschönen Farbverlauf haben. Und ich strick da unheimlich gerne die Leckornia, wie auch immer, von Birgit Frey heraus. Ich finde es irre. Wie nachher gespannt ist, es gibt ein traumhaft schönes Muster. Hat man ja hier unten so den Farbverlauf und dann so ein paar Reihen mit Muster und nachher kommt dann eine Spitze dran und eigentlich fehlt nur noch die Spitze. Aber das Problem ist, ich habe mich bei der Maschenzunahme vertan. Ich habe schon drei Reihen zurückgestrickt und die Maschen stimmen immer noch nicht. Und man kann dieses Garn nicht ribbeln. Klappt einfach nicht. Das heißt, ich schleppe die jetzt seit 2 Jahren mit mir rum. Die habe ich vor der Schwangerschaft, das Jahr davor, angestrickt und habe dann den Fehler gemacht und oh, was blinkt denn da? Ich glaube, die Aufnahme verabschiedet sich gleich. Oder die wird geteilt, weiß ich nicht. Irgendwas blinkt da. Tschüssi, Leckornia, Schluss mit dir. Ich werde dich nicht mehr mitnehmen. Du bist eh nur überschüssiger Ballast. Kann ich dir auch mal noch so im Ganzen zeigen. So sieht der Anfang aus. Die wird echt schön groß, wenn man die spannt und hat ein schönes Muster. Gerade wenn man ein Projekt für so ein Laceballbuch sucht, kann ich das nur empfehlen. Weg damit. Eins habe ich noch. Von Susanne Sommer, mein wie auch immer. Aus meinem korallenfarbenen, handgefärbten Knäuel. So sah das aus und im weißen Glitzerknäuel. Da habe ich, das habe ich beim ersten Stricktreffen habe ich das gestrickt. Wie wir das erste Mal uns getroffen haben mit Sandra und Sarah, da habe ich das gestrickt. Und es war auch das letzte Mal, dass ich das gestrickt habe, also letztes Jahr im Dezember. Und irgendwie passt mir das, es fühlt sich nicht so toll an. Es ist irgendwie kratzig und ich glaube, ich würde es nie tragen, wenn ich es fertigstellen würde. Oh, das Blinken hat aufgehört. So, da war nicht mal mehr Namen dran. Das war's. Ist ein schönes Tuch, wäre vielleicht auch schön geworden, aber wie gesagt, ich schlepp's Ewigkeit mit mir rum und irgendwie habe ich es immer im Hinterkopf. Ah, du misst es mal. Nein, ich will es aber nicht mehr. Ich möchte es nicht mehr. Weg damit. Und irgendwie war das jetzt gut. Das sollte man viel öfter machen. Einfach mal entweder Ufos fertigstellen, wenn man sie auch fertigstellen möchte, oder einfach mal entsorgen. Irgendwann ist doch Feierabend. Irgendwann hat man so ein Ufo lang genug mit sich rumgeschleppt. Überlege, das eine Tuch schon 2 Jahre. Irgendwann ist doch mal gut. Ja. Ist für mich gerade so ein bisschen wie so eine Massage. Soll noch einmal jemand sagen, Podcasts wären keine Psychotherapie. Ja, Neuzugänge habe ich auch. Das Gefärbte habe ich gezeigt. Kiste, mal beiseite. Ich war ja im Wollgeschäft. Ich hatte nämlich gestern irgendwie die Schnauze voll, mir ging alles auf den Keks und ich hätte fast die Katzen umgebracht, weil die schon wieder auf die Babydecke gepieselt haben. Ich will nicht ständig die Babydecke waschen. Nein, die sind nicht eifersüchtig. Das Problem liegt einfach, die pieseln dahin, mein Mann schimpft und dann pieseln dahin, weil mein Mann schimpft. Das ist ein kleiner Teufelskreis inzwischen, aber keiner von beiden will nachgeben, also werde ich wohl noch ein paar Mal die Decken waschen müssen. Und ich hatte die Schnauze voll und habe gedacht, bevor das jetzt irgendwie ein Krach oder Streit endet, ich fahre jetzt in Wollgeschäft, ich habe die Schnauze voll. Habe dann gefragt, ob jemand mit möchte und Sarah vom Schwarzen Strickstab wollte da mit. Und dann sind wir nach Lotte gefahren, Lotte bei Osnabrück, in ein kleines, schönes Wollgeschäft, wo ich nochmal definitiv hinfahren werde und wo ich auch mal aufnehmen darf. Ich habe mal gefragt und sie hat gesagt, natürlich darf ich da aufnehmen. Ist ja klar, ist Werbung für sie, das muss ich dann definitiv als Werbung kennzeichnen, aber das war ein Geschäft. Oh,
Die war mir so erstmal total sympathisch, weil sie auch meinte, also nichts gegen Lana Grossa. Es ist nur so, Lana Grossa ist ein Standardsortiment. Ich kenne bei uns in der Tankstelle die hat Lana Grossa Rolle. Also es ist für mich jetzt nichts Besonderes und nichts Außergewöhnliches. Und ich freue mich immer, wenn es Geschäfte gibt, die auch noch andere Marken haben. Neben diesem Komplettsortiment von Lana Grossa und vielleicht Langjans. Und sie hat gesagt, Lana Grossa kommen wir nicht ins Haus. Das war mir schon mal sympathisch. Die hatte Dropswolle, die mag ich ja ziemlich gerne. Die geht aber auch aus dem Sortiment, weil die wohl liefertechnisch ziemlich unzuverlässig sind. Und hatte jede Menge italienische Marken. Aber wie gesagt, ich habe gesagt, Baumwolle ist nicht meins. Und dann war ich in einem Laden und da habe ich Baumwolle in der Hand gehabt. So, da hat man echt das Bedürfnis, doch was mit Baumwolle zu verstricken. Da waren so weiche, kuschelige Knäuel mit dabei. Also hat mich richtig überrascht. Es war echt schön. Die hatte nicht wahnsinnig viel Auswahl, muss ich sagen. Aber die Auswahl, die sie hatte, war ziemlich gut. Da hat mir da auch was mitgenommen. Und zwar, die Banderole ist schon abgegangen. Dieses Knäuel. So sieht's aus. Das ist die, wie auch immer man es ausspricht. Poema, Filati, wie auch immer. Das ist ein Garn aus 100% Wolle, 150 Gramm, 600 Meter Lauflänge. Mit extra feiner Merino-Wolle. Und ich finde die Farben so schön. Ich weiß noch nicht hundertprozentig, was es wird. Mit 600 Meter denke ich, wird es irgendwas Lässiges. Die ist mega kuschelig. Die ist richtig schön weich. Also so, wenn ich jetzt eben denke, mein Love, was weiß ich, Baby. Ist so kratzig und das ist jetzt so. Manchmal würde ich gerne so Knäuel behalten und mir daraus ein Kissen machen. Ist so schön. Ja. Ist auf jeden Fall auch ein sanft gefärbter Übergang. Es ist ein gefachtes Garn. Es ist kein gefachtes Garn, sondern ein verzwirntes. Überleg gerade, ob das ein Single-Garn ist. Das ist ein Single-Garn. Nee, ist es nicht. Ist ja egal. Gerade uninteressant. Ja, den musste auf jeden Fall mit einziehen. Ich wollte eigentlich die Drops Alpaka wollte ich mal mitnehmen, die auch so mega kuschelig ist. Weil wir hatten mal Drops bestellt und ich wollte unbedingt die Drops Alpaka mal bestellen, habe es irgendwie vergessen. Habe mir dann für ein Oberteil Wolle mitbestellt und habe dann die Drops Alpaka vergessen. Naja. Und hatte ich mir da Farben ausgesucht, mit denen ich nicht so hundertprozentig glücklich war, aber die Farben, die ich haben wollte, hatte sie nicht da. Und dann ist mir dieses Knäuel beim Weg gelaufen. Und ja, das musste dann mit. Außerdem hattet ihr auch Wolle von Relana. Ist ja kein Wunder, ist ja quasi um die Ecke bei denen. Und Relana war immer so, diese flotte Socke zum Beispiel, habe ich als sehr kratzig in Erinnerung gehabt. Und dann hatte die dann Strang liegen von Relana, flotte Socke, Wunderklecks oder sowas. Und die war echt ganz schön kuschelig. Also den hätte ich mir auch fast noch mitgenommen, weil der richtig, richtig weich war. Das hat mich wirklich überrascht. Ja, auf jeden Fall sind wir dann noch in Büren, in Sarahs Standardwollladen gesehen und da ist mir noch diese Wolle in die Tasche gefallen. Ups. Von Langjans, die Super Socks Cashmere aus 65% Schurwolle, 10% Kaschmir und 25% Polyamid, also eine Sockenwolle. Und ich war lange am Überlegen, ob ich die mitnehme. Aber ich hoffe, dass ich Hilfe kriege bei der Ferse. Ich möchte mir doch endlich nochmal Socken stricken. Und zwar habe ich mir überlegt, weil ich Socken stricken ja so unheimlich langweilig finde, dass es welche mit Muster sein müssen. Und ich habe mal diese hier gestrickt. Das ist die Socke Donna Rocco von Birgit Freier. Ich glaube, ich habe auch nur die eine. Ich würde erklären, warum sie in der Kiste der Schande liegt. Die hat ein Lace-Muster oben. Ich habe die Socke auch nie getragen, weil ich habe viel zu viele Maschen angeschlagen, die ist viel zu groß. Die kann ich über noch eine Socke drüber ziehen. Aber ich finde die kann man auch in einfarbig stricken und das finde ich unheimlich schön. Also dieses zweifarbige, klar, ist toll. Das war einmal das Grau und einmal dieses rote Sockengarn. Ich glaube, das eine war Lana Grossa und das andere war Supergarne. Und
wie gesagt, in einfarbig habe ich die auch schon gesehen. Das sieht echt toll aus. Sieht man das Muster? Ja, sieht man, ne? Ich bin ja nicht der Fersenexperte und ich kriege sie hin. Ja, ich kriege die Shadow-Web-Ferse zum Beispiel sogar ohne Löcher hin. Aber Spaß macht es mir nicht. Deswegen hoffe ich auf ein bisschen Hilfe und vielleicht klappt es ja diesmal. Ich nehme es so oft vor, Socken zu stricken und im Endeffekt wird dann doch nichts draus. Aber ich denke, diese Kaschmirwolle kann ich im Notfall auch für ein Tuch nehmen, weil die ist echt kuschelig. Hätte ich nicht gedacht, dass die so weich. Ja, natürlich ist Kaschmir, aber für Sockenwolle ist dann wieder so ein Fall von eigentlich schon fast zu so schade für Socken, aber ich hätte gerne Socken. Ich hätte gerne so schön weiche Socken. Ja. Und sonst habe ich, glaube ich, alles. Nein, noch nicht ganz. Zeige ich euch die. Ist jetzt auch nichts Besonderes. Eine Post bekommen. Ich habe früher von der Kundin immer Wolle bekommen, die ich für sie verstrickt habe. Und irgendwann habe ich ihre Reste bekommen. Und das ist diese hier. Das ist eine ziemlich weiche, vermutlich Kaschmirwolle. Es ist China-Ware, muss ich einfach so sagen. Aber ich habe noch ziemlich viele Knäuel davon und brauchte ein Weiß. Wollte auch gerne Weiß haben, weil ich vielleicht versuchen wollte, die zu färben. Und habe mir das dann dazu bestellt, damit ich da ein bisschen was Einheitliches habe. Wenn die aufgebraucht ist, weiß ich nicht, ob ich sie nochmal bestelle, weil es halt China-Ware ist. Aber anfühlen tut sie sich auf jeden Fall schön weich. Und ich habe sie schon häufiger verstrickt und habe da eigentlich Probleme mit gehabt, auch nicht, dass die Farbe ausblutet oder dass ich irgendwie komisches Gefühl an den Fingern hatte. Ist wie gesagt halt nichts so Besonderes. Aber will ich euch ja auch nicht vorenthalten. So, ich glaube, ich bin durch. Ich noch was? Nein, das mit dem Ribbeln war gut. Das lag mir irgendwie so auf der Seele. Das lag mir schon seit Tagen irgendwie auf der Seele, dass ich die Sachen einfach loswerden wollte. Ich hatte keine Vierernadeln mehr. Ich wollte die Kapuze stricken und auch das Lace-Tuch auch mit Vierernadeln und ich hatte einfach keine mehr. Jetzt habe ich wieder welche. Das ist auch schön. Waren eben überall in Projekten verteilt. Ja. Ansonsten gibt es, glaube ich, nicht mehr so ganz viel zu erzählen. Wir sind momentan wieder ein bisschen gestresst. Waren ja letzte Woche bei der U5. Diese Woche, letzte Woche. Da war alles gut und Joshi hatte seinen ersten Zahnarzttermin. Das war auch total lustig. Er ist ja so ein Sonnenschein und es freuen sich immer alle, weil er sich alle so anlacht. Und am Wochenende, nächstes Wochenende hat mein Mann Geburtstag. Wir sind jetzt mitten in Vorbereitung zur Taufe. Also irgendwie ist momentan ziemlich viel los. Und dann ein Termin nach dem anderen. Ja, die Nächte sind wieder ein bisschen besser geworden. Ein bisschen besser. Ein bisschen. Also Yoshi kommt nicht mehr stündlich und es ist das Doofe, dass mein Mann erkältet ist. Das heißt, dass dann nicht Yoshi mich wach hält, sondern er. Dafür ist Yoshi jetzt für einige Nächte mal eine komplette Nacht in seinem Zimmer. Da war die Aufnahme weg. Also Yoshi ist für ein paar Nächte eine komplette Nacht in seinem Zimmer gewesen. Ich habe dann bei ihm im Zimmer gestillt und das war irgendwie nicht so ganz schön, so ganz einfach. Irgendwie tat mir das ein bisschen weh. Normalerweise schläft er ja nur die erste Nachtphase in seinem Bett und kommt dann rüber ins Beistellbett. Aber mein Mann reicht ja, dass er mich wach hält und dann muss er nicht noch den Kleinen wach halten, wo er eh nicht so toll schläft. Ich denke, für ihn war es gut. Also, der hat auch überhaupt keine Probleme damit gemacht. Er ist super da eingeschlafen und auch super durchgeschlafen. Morgens früh habe ich ihn dann zu kuscheln rüber geholt. Also war alles gut, aber für mich war das irgendwie noch nicht so ganz gut. Ich glaube, ich weiß nicht, ob ich mich daran gewöhnen muss oder ob ich ihn einfach noch ein bisschen dann im Beistellbett schlafen lasse. Wir haben ja nicht so ein kleines Beistellbett, sondern haben uns so ein, ja, so ein großes Babybett halt geholt und haben da eine Seite losgemacht und die ans Bett gestellt und das klappt ganz gut. Das war das nicht so Schöne. Und ich glaube, das war's so an Sachen, die ich euch so erzählen kann. Wenn ich so in meine Kiste der Schande gucke, habe ich, glaube ich, noch jede Menge zu erzählen. Aber das wäre langweilig, wenn ich jetzt alles auf einmal erzähle, sondern das mache ich nächstes Mal. Ja, zum Beispiel, wenn ich jetzt so rüber gucke. Ist das nur der angefangene? Oh, schade.
Stuhl-TV. Meine erste Häkelstift zum Beispiel ist sogar in dieser Truhe. Leider nur die eine, die zwei ist ja nie fertig geworden. Sowas zum Beispiel. Gibt es auch Geschichten zu. Die gibt es dann vielleicht beim nächsten Mal. Da eine ganze Box voller Geschichten stehen, ist das nicht schön? Okay, ich danke euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch so viel Spaß gemacht wie mir. Und ich wünsche euch eine schöne, strickreiche Woche. Immer schön viel Wolle auf den Nadeln. Und dann sehen wir uns vielleicht beim nächsten Mal. Tschüss!